Die Amadeus Julius Special, hier im Salzburger Flachgau 2017, meine sehr verehrten Damen und Herren, stand nicht nur im Zeichen der 400 Pferde, die angereist sind aus 20 Nationen mit ihren an die 300 Reitern, sondern auch im Zeichen unserer Sponsoren. Einer der großen Unterstützer der Jugendreitsporttage ist das Unternehmen Fixkraft und bei mir ist nun der Spartenleiter Bertolt Kirchtag. Herr Kirchtag, herzlichen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen zum Interview. Jetzt haben wir 4 Tage Reitsport gesehen der Jugend von 8 Jahren bis 25 Jahren auf allerhöchstem Niveau. Wie haben Sie jetzt als Sponsorvertreter jene 4 Tage miterlebt? Ja, also Organisation top, Turnier, Wismar in Lambrechtshausen auch immer top. Wetter haben wir auch Glück gehabt und der Sport war hervorragend. Also ob man bei den Ponys zugeschaut hat oder bei den Young Riders oder eben jetzt gerade beim Junioren Grand Prix, wirklich toller Sport und mit ein bisschen Glück hätten wir auch gewonnen, sprich der Jufinger. Und das hätte mich natürlich noch mehr gefreut, weil auch die Familie Jufinger ja auch ein Fixkraftkunde ist. Aber wir waren sehr gute Gastgeber auch dieses Wochenende mit sehr vielen zweiten Plätzen und leider auch jetzt auch in diesem Grand Prix. Sie unterstützen jetzt nicht nur die Jugend, sondern unterstützen auch das österreichische Senioren-Nationalteam. Ist ja das Fixkraft-Nationalteam. Woher kommt die Beweggründe des Unternehmens Fixkraft, gerade das Nationalteam zu unterstützen? Ja, der Springsport ist natürlich eine große Auslage und da wollen wir uns natürlich auch präsentieren und mit dem Nationalteam sind wir auch da, wollen wir auch ein bisschen international Bekanntheit noch gewinnen. Darum bin ich auch auf so einem internationalen Turnier da, um eben vielleicht internationale Kontakte herzustellen oder dass Sie sehen, was wir für tolles Produkt auch in Österreich produzieren können. Herzlich für das Interview. Wir danken uns nochmals für die Unterstützung, für die großzügige Unterstützung und wir hoffen, dass es bei Fixkraft so weitergeht. Dankeschön.